Erbstück der Mutter. Muss ran. So. Marvin von den Prank Bros. Nee, Marvin von Sims, der ist zufallsgeneriert gewesen. Den habe ich nur auf Zufallsnamen genommen. Das hatte keinen Hintergrund, glaube ich. Okay, aber ein Rettungsring, der müsste ja... Ich hänge den da. Direkt auf die Fensterscheibe. Wir hängen den auf die Fensterscheibe. Alle sind zufrieden, alle sind glücklich. Dann wissen sie wenigstens, wo sie den Rettungsring herkriegen. Ach, das ist ja schade, dass man den nicht hier so als Deko irgendwie an die Seite hängen kann. Wir können ihn da unten, da greift ihn keiner. Da hat er keinen Halt. Da blockiert. Da kommt man nicht ran. Es ist ja nur ein Deko-Teil. Also komm. Gut, also für den Fall der Fälle da unten. Na, schön versteckt. Das macht man immer so, ne? Auch Feuerlöscher positioniert man so, dass man nicht rankommt für den Notfall. Und traurigerweise ist es wirklich so. Meistens packt man die so weg, dass man denkt, man hat einen und wenn man die dann braucht, na dann, ja, sucht man sie. So, BAB muss mal einen Anruf machen. Ja, dann viel Erfolg dabei. Lass dich nicht ärgern beim Telefonieren. So, wir haben sie. Ich lasse mal sie ganz kurz, ja, das wollte ich genau machen. Sie räumt weg. Okay, ein Plapperbot basteln. Was ist ein Plapperbot? Oh, Altmetall. Oder auch nicht. Okay, du musst nicht telefonieren. Na, dann eben nicht. Dann willkommen zurück. Altmetall. Ich weiß, wo ich Altmetall herkriege. Auf Batu. Aber ich kriegte das doch noch anders her. Könnt ihr mir vielleicht nochmal sagen, wie? Hier rüber? Ja, da war es. Altmetall. So ging's. Zwei Stück. Nee. Da verwertet er Altmetall. Andersherum. Von Batu 2. Ja, danke für den Hinweis. Bauteile kann man am Computer unter Bestellung Tuningteile kaufen. Ach, da versteckt sich das. Konnte man die nicht auch hier irgendwie noch herstellen? Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich hier herstellen kann. Guck mal, ich kann einen Teppich bauen. Ich lass mal kurz. Der Tane baut mal einen Teppich. Ein angefertigter Teppich. Oh. Gut, das macht Tane. Und ihr sagt am Computer. So, auf Batu waren wir ja gerade. Und sie war so traurig dort, dass wir da wieder weg mussten. Bestellung. Tuningteile? Altmaterial. Wird häufig an der Roberta-Werkbank verwendet. Ah. Wie die Roboterstation. Jupp. Und manche muss man selber bauen an der Roboterstation. Na sowas. Gut, das macht sogar Sinn. Habt ihr euch gemerkt, wie viel ich davon brauche? Ich hab's jetzt wieder vergessen. Waren es 5, 6, 7? Sonst kaufe ich einfach mal 10. Die sind nicht so teuer. Können auch ein paar mehr. Komm, 20. 20 reicht. Kostet so gut wie nix. Nehmen wir mit. Und dann können wir hier mal ein Plapperbot. Was ist denn ein Plapperbot? Das waren 4. Ah, 4 waren es. Grüner Gold. Ich nehme mal ein Gold. Mal gucken, was da rauskommt. Sie wurde ernsthaft gegrillt. Und da sie halb Fisch ist, riecht sie jetzt sehr lecker. Nach Brathering. Oder so ähnlich. Ja. Nee, aber sie raucht auch vor sich hin. Gut, jetzt ist sie benommen und traurig und deprimiert und... Also ich habe den Eindruck, es ist nicht ihr Tag, oder? 2 Stunden, 3 Stunden, dann ist alles vergessen. Ab dem morgigen Tag geht's ihr wieder gut, hoffe ich. Och, ja. Yeah.
Die Musik passt gerade. Ja. Ah. Ich finde übrigens, die Sims ist wirklich eine sehr schöne Ablenkung, weil es ist nicht so extrem stressig. Man kann einfach spielen, man kann sich Herausforderungen setzen, man kann Kreativität, kann man freien Lauf lassen und so weiter und so fort. Also deswegen, ich finde das ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Ich bin nicht ganz so happy mit dem Tagesablauf, weil er ist ja nicht wirklich müde, aber es ist schon spät genug. Lass ihn auch mal schlafen gehen, richtig? Konnte Junior eigentlich in der Lotterie mitspielen? Nö, er ignoriert diese Tradition. Man kann nicht früh genug anfangen mit dem Lotto spielen. Wie soll man denn sonst auch Millionär werden? Okay. Ich habe überdings auch schon mal überlegt, kann man, also gut, auf diesem Grundstück nicht, weil das ist ziemlich klein leider, kann man sowas wie einen Wintergarten bauen, wo die Sims auch wirklich was anpflanzen können? Omi ist wieder da. Wisst ihr, was das bedeutet? Also erstmal, ja, kann man, danke. Muss ich, glaube ich, mal irgendwann mit irgendeinem Sim machen. Ich meine, ich habe hier keinen richtigen Gärtner-Sim. Das ist das Blöde dran. Ich nutze die Gärtnerfähigkeit so gut wie nie bei keinem Sim. Aber wisst ihr, was es bedeutet, wenn Omi wieder da ist? Die Mutti hier. Wir dürfen morgen wieder alles reparieren, was da ist. Besonders die Badezimmergeschichten also. Es gibt große Fenster und Glasdächer und Pflanzenkisten. Habt ihr das gesehen? Die Katze hat gerade den Grabstein vom Hund sich angeguckt. Auch schön. Ach, das sind niedliche Details. Gut, also die Mutti macht... Das. Marvin ist sauer. Marvin sollte vielleicht noch schlafen gehen. Nee, den lassen wir, den Teenager lassen wir schlafen. Und den Rest kann er dann später mal essen. Das Problem ist bloß, wenn ich hier jetzt noch einen Wintergarten baue. Wobei, lasst mich mal ganz kurz was nachgucken. Ich wollte gerade sagen, dass das nicht geht, aber doch. Man könnte hier vorne einen schicken Wintergarten bauen. Also keine offene Terrasse, sondern mehr so ein Wintergarten. Theoretisch würde das gehen. Aber ich bin leider ein bisschen untalentiert dafür. Kenn mich doch, wenn ich jetzt hier sozusagen vorne einfach das Ding mit Wänden zu machen, mit auch Glaswänden. Ah, dann hätten wir da vorne den Wintergarten. Apropos, sagt mal, gibt es eine Übersicht, wo meine Untermieterin ist oder ob die überhaupt noch untermietet? Hier steht nichts. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ist die gegangen und ich habe es nicht mitbekommen? Ich weiß, sie hat sich mal beschwert, aber... Man sieht nicht, welche Untermieter man hat, oder? Das Zimmer ist momentan ziemlich leer. Oh, die Lotterie war übrigens für den Tarnen erfolgreich. War fantastisch. Tane hatte eine wunderbare Zeit. Ach, cool. Aber ich glaube, er hat nicht gewonnen. Ach, schade. Und der Feiertag war für sie auch ganz toll. Super. Aber sie haben beide nicht gewonnen. Hm. Verdammt, sie haben keine Millionen gekriegt. Wir haben nur eine wütende Omi gekriegt, die alles kaputt macht. Hm. Wie immer. So, sie scheint ausgezogen zu sein. Normalerweise steht da was von Mitbewohner dran. Ah, okay. Gut, ja, dann hat sie sich beschwert, dass sie keinen Zugang zum Badezimmer hatte. Ich glaube, du warst beim letzten Stream ja dabei, wo es da Probleme gab. So, guckt mal, Mutti macht endlich mal was Sinnvolles. Kann die auch kochen?
Und was kocht sie da? Es sieht grün aus. Sie hört auch auf damit. Denn sie geht lieber grillen. Oder nicht? Diese Geister-Omi. Bitte nicht auch noch den Grill. Steht hier endlich. Ein Entspannungssud. Den können wir gerade gebrauchen. Ach ja. Gut, das bedeutet aber, wir haben ein Zimmer frei, was wir gar nicht gebrauchen können. Also, das finde ich jetzt auch nicht so gut. Gut, und meine lieben Spezialisten im Chat. Noch eine blöde Frage. Wenn ich ihn, er ist ja Magier, wenn ich ihn jetzt zaubern lasse, die ganzen Sachen, die die Mutti kaputt gemacht hat, also reparieren lasse über den Riperio oder wie der heißt, Zauber, lernt er dann mehr Magie oder ist das im Prinzip vollkommen egal? Also sonst würde ich ja sagen, wir schicken dann lieber den Reparaturtrupp durch in der Hoffnung dessen, dass der auch alles repariert, weil wenn der Tane alles aufräumt, ist der Wochen beschäftigt. Erstmal Massage kriegen. So Geistermassagen sind die besten Massagen. Ja. Das führt dazu, dass die Omi gleich grün wird, gelb wird. Also sportlich aktiv wird oder so. Okay, sein Magielevel steigt. Ah, danke für die Info. Das ist gut zu wissen. Dann sollten wir vielleicht doch ihn zur Reparatur schicken. Wie viel muss er denn machen? Er muss hier einmal machen. Nicht zu viel Sport. Beim letzten Mal bist du dann bei umgekippt und nie wieder nach Hause gekommen. Hier würde ich sozusagen einmal reparieren müssen und dann da unten. Und dann könnte er noch sauber zaubern. Okay. Na gut. Dann lassen wir ihn erstmal was essen. Hä? Wie geht das? Sie ist am Computer, macht Sportspaßspiele, möchte die Spülmaschine beladen und setzt den Plapperbot fort. Alles auf einmal. Axin lässt wünschen. Grüßen. Na, ihr wisst. Ah, jetzt haben wir wieder den Fehler da unten, dass die Dinger nicht ausgeblendet werden bei ihr. Kommt vor. Aber blockiert nichts, ne? Also wir wissen es, das blockiert nichts. Gut, also. Dann wird der Tane mal agieren und loslegen. Sobald er aufgegessen hat, stelle ich gerade fest. Irgendwie ist hier wirklich gerade ein Fehler drin bei ihr. Egal, so. Oh, ich sehe es. 2 Punkte hat er gekriegt. Ui. Ich bin gruselig. Mein Gesicht sieht schrecklich aus. So kann ich nirgendwo hingehen. Was soll ich machen? Eine Sonnenbrille aufsetzen und ein Hoodie nehmen. Sich drunter verstecken. Fertig. Dann sieht Marvin wieder top aus, denn er ist der bestaussehendste Teenager aller Zeiten. Okay, du siehst ganz normal aus, stell dich nicht an. Versuche es mit ein bisschen Schminke. Was meint ihr? Ich sag diesmal nicht, wofür ich bin. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Gut, also wenn er nichts sagt, würde ich nämlich nehmen, du siehst ganz normal aus, stell dich nicht an. Denn Marvin ist, du wirst das erste sagen, ich habe das ja auch gerade gesagt, ich glaube, das nehmen wir auch, ne? Weil er sieht doch nicht schlecht aus. Wir haben ihn zwar niemals designt, er wurde einfach so erstellt vom Programm, aber er sieht doch nicht schlecht aus. Besonders mit Sonnenbrille in seinem Nebenjob nicht, da sieht er doch gut aus. Manieren steigen, emotionale Kontrolle sinkt. Uiuiui. Apropos Nebenjob. Muss er da mal irgendwann wieder hin? In elf Stunden wird er wieder der aktivste Fisch im Meer, weil er dann nämlich Rettungsschwimmer wird. Genau. Müsste fitter werden.
Blöd nur, er muss auch zur Schule. Sonst hätte ich gesagt, wir können ihn ja ohne Probleme ins Fitnesscenter schicken. Aber gut, er hätte auch 4 Tage Urlaub. Urlaub von der Schule. Moment mal, da steht heute ist Feiertag. Erntefest. Dann muss er doch gar nicht in die Schule, oder doch? Also wenn er nicht in die Schule muss, würde ich ihn ins Fitnesscenter bringen. Macht dem eigentlich das Herumschwimmen genauso Spaß wie seiner Mutter? Weil sie ist ja immer hellauf begeistert von allem. Gut, aufwischen. Und er? Hat da nicht irgendjemand mal gesagt, ich soll die Zwerge treten? Nach welcher Logik geht das hier übrigens? Ich verstehe diese Zwerge nicht. Die kommen ja immer zu Weihnachten. Die sind immer böse, die lassen immer die Sachen schweben oder machen irgendwas kaputt. Und wenn man die falschen Sachen ihnen gibt zur Beschwichtigung, dann kriegt man einen Stromschlag. Soweit habe ich es ja verstanden. Aber woran sehe ich denn, was die haben wollen? Zusammen singen, ja, geil. Spielzeug. Erst hinterher, wir haben gestern Abend schon Shepherd's Pie gemacht. Der muss nachher nur noch in den Ofen. Ah. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Alles gut. Nein! Moment, alles abbrechen, viel wichtiger. Die Katze macht was kaputt. Diese Katze, guckt euch das an. Seht ihr das? Die macht alles kaputt. Das geht doch nicht. Da muss Tane gleich mal loslegen. Und die belehren. Wo ist die Katze? Smashy. Der Tane. Der beste Mensch überhaupt. Okay, Amika hat gelernt, nicht an Möbeln zu kratzen. Super. Aber der beste Mensch überhaupt weiß nicht, dass eine Katze nicht wie ein Rucksack aussieht. Ich finde das cool. Okay. So, also mit Glück raten. Du sagst, ich soll raten. Dann geben wir ihm Spielzeug. Die geben auch nur Samen zum Einpflanzen. Beziehungsweise Früchte oder was das ist, ne? Guckt mal, er muss nicht zur Arbeit. Oder zur Schule. Es ist wirklich Feiertag. Es gibt nur 3 Zwerge. Kann sie den auch? Aha. Na gut. Dann machen wir hier ein Zukunftswürfel. Okay, danke. Danke für die Hinweise. Okay. Gut, also, wenn er nicht Dings muss. Gut, es ist Erntefest. Ja, mir ist klar, eigentlich müssten wir heute ganz viele Sachen machen für das Fest. Aber ich würde sagen, es ist 9.35 Uhr. Das ist die perfekte Zeit. Die wirklich perfekteste Zeit. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Die perfekteste Zeit, sich einmal umzuziehen. Das sieht so sportlich aus. Dann nehmen wir ihn und reisen. Er ist jetzt der erste Mensch, also das erste Mal, dass er sozusagen ganz alleine durch die halbe Stadt reist. So, einmal durch die ganze Stadt. Und zwar mein Fitnesscenter. Ich war ja schon einmal da. Hier ist in Oasis Springs. Auch das ist nicht komplett neu gebaut. Das ist auch erweitert. Das hatte ich ja mal irgendwann erzählt. Da hatte ich ja sozusagen einen Yoga-Bereich hinten angebaut. Und ich glaube, eine Kletterwand reingepackt. Aber es ist eigentlich noch das Originalding.